Willkommen bei New, dem Newsformat von Carmaniac und dem T&E Magazin. Präsentiert von Charging by NOS, der All-in-One-Ladelösung für deine Garage von Envision Digital. Hi und herzlich willkommen bei New. New ist zurück nach einigen Wochen der Abstinenz durch wichtige Reviews, die ich für euch gedreht habe. Und ihr seht schon am Intro, da ist ein kleines bisschen was anders und ich habe eine richtig geile Nachricht für euch, denn ich habe ein tolles Geschenk für euch. Was das ist, das erfahrt ihr gleich, denn hier kommt zunächst einmal der Themenüberblick. Tolles Jahresabschlussgeschenk für 2020 habe ich für euch. Dann das 1600 Kilometer Elektroauto kommt, das sich sogar selber lädt. Mehr Ladeleistung für ID.3, Pause für Model S und Model X, wir konfigurieren den BMW iX3 und Neues von Carmaniac, was so alles noch ansteht. Das und vieles mehr, jetzt hier! Und nun beginnen wir auch direkt mit der fantastischen Nachricht, nicht nur für mich, sondern auch primär für euch, denn ich möchte euch etwas Tolles schenken. Zunächst einmal habt ihr aber sicherlich am Intro schon gemerkt, dass ich dem Ganzen so zumindest von der Musik einen neuen Anstrich verpasst habe und dass es einen neuen Kooperationspartner hier bei Carmaniac gibt, also einen neuen Sponsor für 2021 und 2022 sogar. Vielen Dank für das Vertrauen an Envision Digital. Das braucht es tatsächlich, um weiterhin die Qualität und auch die Anzahl der Videos aufrechterhalten zu können, denn treue Zuschauer werden gemerkt haben, ich konzentriere mich jetzt wirklich eigentlich nur noch auf Carmaniac. Meine Rolle als TV-Sprecher habe ich auf das Minimum 10-20% runtergeschraubt, um eben ja, die Anzahl der Videos wuppen zu können. Und entgegen einiger Meinungen, die denken, ich werde von Autoherstellern für meine Reviews bezahlt, dem ist so nicht. Dafür gibt es eben Kooperationspartner und eben Sponsoren, damit weiterhin einfach das Ganze hier so möglich ist, wie ihr das halt kennt. Aber das soll eben nicht nur für mich gut sein, sondern auch für euch, wie ich ja schon sagte. Deswegen habe ich was Geiles für euch rausgeholt. Ich werde nämlich noch in diesem Monat, also im Dezember 2020, einem von euch oder einer von euch eine Wallbox schenken von Envision Digital. Envision Digital ist einer der Big Player im Green Tech-Bereich, einer der größten Anbieter weltweit sogar von Windrädern, also beziehungsweise Windradparkerstellern, aber auch vor allem bieten sie Wallboxen an, also heimische Lösungen mit so einem All-in-One-Paket. Und so eine Wallbox möchte ich euch tatsächlich schenken. Die hat ihr eigenes App-Ökosystem, über die ihr die Wallbox steuern könnt, über die dann Software-Updates kommen für die Wallbox. Und ihr kriegt sogar noch ein Strompaket dazu von der Firma, sodass ihr 2 Jahre lang eine gewisse Menge an Strom kostenlos laden könnt. Und ich schenke euch sogar noch die Installation. Ja? Also letzten Endes könnt ihr die KfW-Förderung vergessen, ihr müsst da nichts beantragen, gar nichts. Ihr kriegt das geschenkt, völlig egal, wo ihr in Deutschland wohnt. Wie ihr dann da rankommt, was da genau passiert, das seht ihr dann, wie gesagt, im separaten Video. Deswegen lohnt sich hier ein Abo auf jeden Fall. Und dann ist einer oder eine von euch bald glücklicher oder glückliche Besitzerin einer Wallbox von Envision. Jetzt kommen wir zu den Themen, nämlich ist Thema Nummer 1 auf der 1 nicht umsonst ein Hersteller aus den Vereinigten Staaten, ein Start-up-Unternehmen, welches tatsächlich die aktuellen Grenzen des Möglichen bei Elektroautos auf den Kopf stellt. Was sind die Grenzen? Gewicht bei den Akkus, ne? Also die Fahrzeuge sind ja noch sehr schwer, dann natürlich die Reichweite, dann natürlich noch das Thema Nachladen. Und Aptera schafft es tatsächlich jetzt schon, das Ganze auf den Kopf zu stellen, denn das, was die machen, ist wirklich enorm vielversprechend. Die Sensation bis zu 1600 Kilometer Reichweite und Solarbetrieb ist schon wirklich eine Hausnummer, aber lassen es nur 70% davon sein, das ist ja schon faszinierend und übersteigt alles, was wir bis dato kennen. Das Ganze soll möglich sein, indem die Energie in einem 100 Kilowattstunden Akku gespeichert wird, ziemlich groß, was trotzdem nicht das Gewicht des Fahrzeugs beeinflusst, denn das soll nur 800 bis 1000 Kilo wiegen. Ja, das ist schon wirklich fantastisch und dementsprechend natürlich auch umso effizienter, wenn man so ein Fahrzeug in der Stadt bewegt. Ihr seht schon hier die Bilder von dem Auto. Ist natürlich so ein bisschen Batmobile-Style, Dreirad, ne, ist schon wirklich, da muss man schon ein bisschen den Hang zum Extrovertierten haben, aber rein die Technologie dahinter ist faszinierend, denn es hat sogar ein Solardach, welches bis zu 72 Kilometer Reichweite am Tag nachladen kann, beziehungsweise bis zu 17.000 Kilometer elektrisch pro Jahr in den meisten Regionen dieser Welt. Der CW-Wert ist bei irrwitzigen 0,13, was natürlich auch die Fahrt auf der Autobahn unglaublich effizient macht, trotz eben
der Power, die das Auto hat. Entweder 100 kW Motorleistung stehen euch zur Verfügung, was 5,5 Sekunden von 0 auf 100 möglich macht, oder sogar 150 kW für die, die sagen, oh, ich mag schon ein bisschen Fahrperformance, so wie ich. Dann sind es sogar 3,5 Sekunden von 0 auf 100. Das ist schon wirklich faszinierend. Es hat einen Dreiradantrieb, also in diesem Fall Allradantrieb, und es sollen 4 Batteriegrößen zur Auswahl stehen. Da hat Aptera sehr gut mitgedacht, denn hier in diesem Fall kann man tatsächlich vielleicht sagen, okay, ja, 100 Kilowattstunden brauche ich nicht. Ich nutze das Auto für die Fahrt urban in der Stadt und über die Landstraße. Da brauche ich so einen großen Akku nicht. Bitteschön, könnt ihr halt auch einen kleineren haben. Das Schnellladen soll in einer Stunde möglich sein mit 800 Kilometern Reichweite, die man eben nachlädt. Das klingt zunächst sehr pompös, ist aber gar nicht so extrem. Das resultiert eher aus der Äquivalenz zwischen Ladedauer oder Ladepower und natürlich der extremen Reichweite, weil wenn man das runterrechnet, sind das lediglich 50 kW Ladeleistung. Aber darüber kann man, glaube ich, hinwegsehen bei all diesen Parametern, die dieses Auto bietet. Wirklich absolut faszinierend. Das wäre auch wirklich ein Auto, das ich gerne hätte, weil es bietet alles, was ich brauche. Reichweite, Langstreckentauglichkeit, Power ohne Ende und auch noch Nachhaltigkeit. Einziges Problem, das ich für Vielfahrer wie mich sehe, also sehr viel auf der Autobahn unterwegs, ist natürlich die Sicherheit. Es gibt noch keine Crash-Tests zu dem Fahrzeug und die werden natürlich auch nicht so abschneiden, wie jetzt halt mit einem Auto mit größerer Knautschzone. Model S, Model X, Model 3 meinetwegen, Audi e-tron, lass es ein Hyundai Ioniq sein. Also das Fahrzeug ist ja doch relativ klein und sehr angreifbar, so von der Struktur her. 2 Erwachsene und ein Haustier sollen Platz haben, also Gepäck dementsprechend auch, aber eben finde ich nicht geeignet für die Autobahn. Was meint ihr? Würdet ihr euch trauen? Schließlich gibt es ja auch die Motorradfahrer oder Renault-Twizy-Fahrer und da ist dieses Auto ja schon sicherer als ein Twizy oder eben ein Motorrad, aber ja, 180 km/h Topspeed würde ich wahrscheinlich mit dem Auto auf der Autobahn auch nicht unbedingt auf Dauer ausnutzen wollen. Wenn jetzt die Frage nach dem Preis kommt, ja, da gibt es meistens die bittere Pille. Nicht in diesem Fall. Ab 26.000 Dollar soll es losgehen. Also ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen, aber das schreit absolut nach Faszination. Ich stehe natürlich mit den Jungs und Mädels von Aptera schon in Kontakt. Und sobald die Möglichkeit besteht, das Auto hier auf deutschem Boden auszutesten, werde ich das natürlich umgehend tun. Eines der heißesten Autos für 2021, wie ich finde. Die nächste Meldung soll ein Lächeln für ID3-Fahrer oder auch ID4-Besteller ins Gesicht zaubern, denn es soll mehr Ladeleistung via Software-Update kommen. So zumindest einige Gerüchte, die gerade kursieren, und auch mehr Reichweite. 130 kW soll die Ladeleistung sein, was jetzt nicht so krass ist, wenn man bedenkt, dass die große Batterie 125 kann. Aber dann sollen sogar 170 kW möglich sein. Da wird schon eher ein Schuh draus. Mich hat der ID4 schon mit der großen 77 Kilowattstunden Batterie im Test sehr überzeugt. Ihr könnt oben rechts klicken, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Denn nicht nur, dass er eine tolle Reichweite bei 0 Grad und konstant 130 Kilometer auf der Autobahn geschafft hat, er hat auch super schnell nachgeladen. Und wenn dann die 170 kW kommen, dann wird das natürlich toll sein für den ID3, der sogar noch ein bisschen effizienter ist aufgrund seiner Bauart als der größere ID4. Allerdings ist zu erwarten, dass nicht jedes Modell mit jeder Batteriegröße diese Fähigkeit kriegt, denn wie ich schon im ID4-Video gesagt habe, sind zum Beispiel der Pure und auch der City tatsächlich nicht mit dieser Schnellladefähigkeit ausgestattet. Die können 50 kW nur und optional 100. Also wird das wahrscheinlich auf die große Batterie bezogen sein, dieses Update. Die Software soll auch verbessert werden, was auch bitter notwendig ist, wenn man von den ganzen Bugs liest und hört, die einige ID3-Fahrer berichten oder über die ID3-Fahrer berichten. Was ich festgestellt habe in meinem Test beim ID4, ist die Sache mit der Sprachwahl. Die finde ich nicht ausgereift bei einem intelligenten System. Viele von euch haben aber dann in den Kommentaren gesagt, man sollte zuerst den Ort und dann die Straße und Hausnummer nennen. Allerdings finde ich das nicht akzeptabel. Ich will keine vorformulierten Blöcke haben, die ich wissen muss, sondern bei einem intelligenten System muss das funktionieren, so wie das beim BMW i3 auch funktioniert, der ein paar mehr Jahre auf dem Buckel hat und nicht so ein intelligentes System an Bord hat, wo ich einfach sage, navigiere mich in und dann macht er das und startet direkt die Navigation. So erwarte ich mir das auch von solch einem modernen Auto. Dann soll das Wärmemanagement ebenfalls überarbeitet werden und das soll dann bis zu 40 Kilometer mehr Reichweite bieten, zumindest bei der großen 77 Kilowattstunden.
Stunden-Variante. Es bleibt also auf jeden Fall spannend. Dann die nächste Meldung betrifft Tesla. Da könnte man meinen, dass Model S und Model X so allmählich ihren Herbst des Lebens erleben, denn beide Modelle pausieren von Weihnachten, also vom 24.12. bis zum 11. Januar, weil die Nachfrage gering ist und Elon Musk sich auf Model Y und auch Model 3 konzentrieren will, oder Model Y, Entschuldigung. Denn die Nachfrage ist halt eben gering, auf die Verkaufszahlen runtergerechnet bei nur 11%. Klar, die Modelle sind wesentlich teurer und nicht so modern und effizient wie Model 3 und Model Y. Und deswegen greifen die Leute halt dazu. Die sind ja auch effizienter, die Fahrzeuge. Ziel sind dennoch bei Elon Musk 500.000 Autos dieses Jahr. Und dieses Ziel will er auch noch schaffen. Deswegen laufen die Produktionen auf Hochtouren. Und die Mitarbeiter für Model S und Model X kriegen dementsprechend eine Woche bezahlten Urlaub und 5 Tage unbezahlt, es sei denn, sie finden irgendeine andere Aufgabe in einem anderen Produktionsbereich bei Tesla oder gar übernehmen sie die Auslieferung an Kunden. Was sagt ihr zu dieser Verfahrensweise bei Tesla? Ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren sagen. Das Ganze erhitzt aber natürlich umso mehr die Spekulationen um ein Update bei Model S und Model X, wer weiß, nötig hätten sie es, aber man muss auch sagen, dass die Fahrzeuge trotz ihres Alters super im Markt stehen und definitiv noch andere moderne Autos in den Schatten stellen. Dennoch, ein Update wäre natürlich nicht schlecht. Jetzt kommen wir zum BMW iX3, dieser ist ab sofort bestellbar und ich habe für euch auch mal so einen Bestellvorgang oder Konfigurationsvorgang zumindest durchlaufen, damit wir mal sehen, wie leicht oder schwierig das eigentlich ist. Tesla lebt das ja vor, da hat man innerhalb von 60 Sekunden ein Auto konfiguriert und fertig ist es. Bei Audi zum Beispiel ist es mega kompliziert, das ist eine kleine Wissenschaft. Nimm das, aber dann geht das weg oder nimm das dazu, wenn du das hier willst und schon ist es mega kompliziert. Und bei BMW soll das nicht so sein, denn es ist tatsächlich so, es ist wirklich sehr einfach. Bei 64.628 € startet der Wagen und die einen oder anderen Verbrenner-Befürworter könnten jetzt natürlich sagen, Moment mal, das sind ja nur 5.000 weniger als für einen X3M und mit dem habe ich mehr Reichweite, mehr Bums, einfach ein geileres Auto. Dann könnt ihr aber gegen argumentieren, ja, aber beim iX3 kannst du fast gar nichts mehr dazu konfigurieren, weil er schon so gut wie voll ausgestattet ist. Beim X3M kommt man da schon in Sphären von gut 90.000 €, wenn man will. Hier endet das Ganze bei 67.016 € laut meiner Konfiguration. Man hat die Auswahl zwischen braunem und schwarzem Leder, verschiedene Dekorleisten und natürlich auch Felgen. 20 Zöller habe ich gewählt, weil man möchte das Auto auch ein bisschen optisch anmutender gestalten. Und dann noch Privacy-Verglasung, also dunkle Scheiben ab der B-Säule, was eigentlich Serie sein sollte, aber hier verkraftbar, weil sonst ja alles mit an Bord ist. Was sagt ihr zu diesem Preis von 67.000 €? Findet ihr das teuer? Findet ihr das günstig? Ganz speziell im Vergleich zu Tesla. Was ist da eure Meinung? Sagt es mir auch hier gerne in den Kommentaren. Dann der Ego Live. Der geht 2021 mit der Produktion doch an den Start. Im Juli erst haben auch viele über die Pleite berichtet und jetzt sollen es doch ganz gute Nachrichten sein. Das Ganze heißt zwar nicht mehr Ego Mobil AG, sondern Next Ego Mobile SE, aber das ist uns als Konsumenten ja oder Käufer völlig wurscht. Wie gesagt, ab 2021 die Produktion in Deutschland und das soll das ökologisch nachhaltigste Elektroauto mit 4 Sitzen sein. Es gibt 2 neue Modelle, die im Januar 2021 wohl vorgestellt werden im Rahmen einer Pressekonferenz, aber beide Fahrzeuge könnt ihr jetzt schon sehen und auch vorbestellen auf der Seite von Ego, nämlich einmal den Ego Live Sport und den Concept Cross. Ganz speziell der Ego Live Sport lächelt mich sehr an, denn ich finde es immer schnuckig, wenn so Fahrzeuge, die überhaupt nicht sportlich aussehen, auf sportlich gemacht werden. Das finde ich echt imposant. Ich finde das cool, aber da könnt ihr natürlich anderer Meinung sein. Ich finde den schon echt wirklich sehr ansprechend. Mit 80 kW Motorleistung soll er auch außergewöhnlich tolle Fahrleistungen bieten. Wie gesagt, schon vorbestellbar. Sehr spannende Zeiten, die da auf das Aachener Unternehmen zukommen. Und jetzt kommen wir zum Newsflash mit Kurzmeldungen. Einmal Richtlinien, die vorgeschlagen werden oder wurden für E-Autos von der EU-Kommission. So soll es ab 2030 einen Mindestgehalt, einen vorgeschriebenen geben an Recyclingmaterialien für das, woraus Elektroakkus bestehen. Größtenteils zum Beispiel 12% Kobalt sollen vorgeschrieben werden, 85% Blei, 4% Lithium und 4% Nickel. Ab Januar 2035 sogar noch stärker reglementiert.
kompensiert. Des Weiteren soll der CO2-Wert bei der Herstellung und die Recyclingmaterialien angegeben oder ausgewiesen werden. Ist natürlich für viele ein sehr interessantes Thema. Was haltet ihr von solchen Regularien, die da von der EU-Kommission vorgeschlagen werden? Das könnt ihr mir gerne in den Kommentaren sagen. Ist also wirklich sehr spannend, gerade was auch die Gegner immer angeht, die dann sagen, CO2-Abdruck, das zeigt ja, wir müssen dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und schon sind da Schritte mit drin, die halt auch die Hersteller dazu zwingen, nachhaltiger zu bauen. Ja? Dann kommen wir zur nächsten Kurzmeldung. Der größte Ladepark Zentraleuropas ist jetzt nun am Start mit 40 Schnellladeplätzen, das ist der Westerwaldpark, 20 davon mit geupdateten V3-Chargern, die bis zu 250 kW geben können, also für Tesla-Fahrzeuge. Mehr Infos dazu findet ihr dann auf temagazin.de, wo ihr euch das Ganze nochmal anschauen könnt. Dann auch McDonald's rüstet auf und möchte CO2 reduzieren, indem sie 1054 Filialen mit Schnellladern ausstatten. Der kleine Haken bei der ganzen Sache, das soll bis 2025 der Fall sein. Das heißt, wir müssen Minimum 3 Jahre, maximal 4 Jahre warten, bis dann alle McDonald's-Filialen diese Schnelllader haben. Schon nächstes Jahr sollen es aber 200 mehr werden. Aktuell ist es noch relativ überschaubar mit 30 Filialen, die momentan halt eben Schnelllader anbieten bei McDonald's. Und auch Fastnet trägt zum Ausbau bei, denn Rewe-Filialen sollen zunehmend auch ebenfalls Schnelllader bekommen. Die Rewe-Filiale in Gießen hat sogar jetzt schon 8 Schnellladeplätze von Fastnet bekommen. Diese können allerdings nicht so viel Gleichstrom geben wie die normalen Fastnet-Parks, sondern nur 50 kW. Sie sind aber genau im selben Stil aufgebaut. Also es sieht genauso aus wie diese Hypercharger von Fastnet. Und Fastnet bietet ja 100% grüne Energie durch Solar und auch so gut es geht nachhaltig beschaffene und zertifizierte Materialien, die da eingesetzt werden. Also diese Kritik, immer mehr Elektroautos, wo sollen die laden, bekommt jetzt Gegenwind, denn es entstehen ja auch immer mehr Lademöglichkeiten durch Tesla, durch Fastnet, durch NBW, durch McDonald's und so wird auf jeden Fall ein Schuh draus. Apropos Laden und weil ich ja gerade NBW erwähnt habe, NBW ist ein zweites Mal in Folge jetzt für den Dezember 2020 Testsieger als Anbieter im Connect-Test, als einziger mit der Note sehr gut und das macht mich natürlich als NBW-Gesicht mehr oder weniger hier in der Elektromobilität im YouTube-Bereich sehr stolz, denn das zeigt mir einmal mehr, dass ich eine Firma vertrete, die da wirklich sehr gut unterwegs ist, sonst hätte ich sie ja nicht als Kooperationspartner, mit Top-Noten in den Kategorien Bezahlung, Preistransparenz und auch Benutzerfreundlichkeit. Ist hier jetzt natürlich die Frage, was ihr dazu sagt. Was sind eure Erfahrungen mit NBW? Klar, ich bin auch schon mal hängen geblieben, wo es nicht funktioniert hat und eine Säule gestartet werden musste oder wo die Ladeleistung nicht so war, wie vorher in einer anderen App angegeben. Aber nichtsdestotrotz bin ich sehr, sehr gerne mit NBW unterwegs und nutze natürlich auch die App, die Mobility Plus App oder gar die Ladekarte dazu. Denn ihr könnt ja nicht nur an NBW-Ladesäulen laden damit, sondern halt auch an vielen anderen, auch mittlerweile schrittweise immer mehr europaweit, Italien, Frankreich und Niederlande für den heimischen Tarif von 39 Cent je Kilowattstunde für Gleichstrom. Ist also schon top und das macht mich, wie gesagt, auf jeden Fall sehr stolz. Aber ich bin auf eure Meinung gespannt, wie eure Erfahrung da ist. Und dann noch zu guter Letzt, was kommt noch bei Carmaniac auf euch zu? Jetzt zum Jahreswechsel kann ich euch genau sagen, am 20. Dezember, also übermorgen vom jetzigen Zeitpunkt aus, kommt der große Test zum Renault Twingo ZE mit der Frage, ob er denn den Thron der Kleinwagen einnehmen kann, also den Platz auf dem Thron, den ja bis jetzt E-Up, Citigo und Mi Electric bekleiden, aber diese sind ja nicht mehr zu kaufen, also braucht es Nachschub und ist die Frage, ob das der Twingo ZE schafft. Er hat ganz, ganz tolle Vorteile, aber natürlich auch einige Nachteile, die ihr dann im Test seht. Mal wieder laut aktuellstem Stand, warum auch immer, in HD statt in 4K, wie ich das Ganze abdrehe. Keine Ahnung, was da YouTube momentan für ein Problem hat. Dann die Woche darauf, der Mercedes EQV. Die V-Klasse als Elektro also. Der hat mich im Test sehr überrascht, was auch Reichweite angeht, aber er hat auch tatsächlich negative Punkte, wo man sich fragen muss, hey Mercedes, warum habt ihr das so gemacht und nicht anders? Diese Sachen seht ihr dann definitiv im Test. Dann mein 2000 Kilometer Elektro-Roadtrip, den ich durch Deutschland gemacht habe, mit einem V6-Dieselfahrer, den ich versuche, von der Elektromobilität zu überzeugen, so wie ich jeden um mich herum versuche, davon zu überzeugen. Und vielen Dank auch wirklich für die ganzen Treffen an Ladesäulen in diesem Jahr, also zufällige Treffen, wo Tesla-Fahrer auf mich zukommen, Fahrer anderer Elektroautos, die sagen, hey, vielen Dank, Chris, du hast
mich oder uns mit deinen Videos zur Elektromobilität gebracht und das macht mich wirklich wahnsinnig stolz, denn das erfüllt genau die Mission, die ich letzten Endes habe. Schaffe ich das aber mit meinem Schwager, das ist nämlich der V6 Dieselfahrer, schaffe ich ihn zur Elektromobilität zu bringen oder nicht? Wir fahren mit dem e-tron, mit dem ID4 und dem EQV quer durch Deutschland und am Ende in seinem Fazit seht ihr dann, ob er überzeugt werden konnte oder wenn nicht, warum. Und dann noch mein Bye-Bye i3-Video. Ich habe mich nach 2 Jahren wehmütig von meinem i3S getrennt und in diesem Video zeige ich die Vor- und Nachteile des Fahrzeugs auf, denn laut Zulassungszahlen November 2020 ist er noch echt gut oben mit dabei, der i3. Und es wäre für Interessenten von euch vielleicht interessant zu sehen, was da die Vor- und Nachteile nach 20.000 Kilometern intensiver Nutzung so bei mir als Pro und Contra rauskommt. Dann natürlich noch die Wallbox, die ich euch schenke von Envision. Dann die Leasingrückgabe des i3. Wie läuft eigentlich so ein Elektroauto-Leasing ab? Achtet man da ganz speziell auf die Batterie? Wird da gemessen, wie viel er noch Kapazität hat? Wird das dem Leasingnehmer angekreidet? Wie ist die Toleranz bei BMW ganz speziell zum Beispiel? Ich habe das Ganze auch mit Begutachtung des Fahrzeugs bei der Übergabe gefilmt für euch. Werde das Video bringen. Und dann noch ein Video, wo ich ganz speziell eure Meinung wissen möchte, ob ihr es sehen wollt überhaupt oder nicht, denn ich bin da etwas zwiegespalten, weil natürlich wieder die Missgönner oder Hardliner auf dem Parkett vorzufinden sein werden, die das extrem kritisieren. Aber ich möchte auch in die Richtung der Beratung gehen mit diesem Video, nämlich Plug-in-Hybrid oder Elektroauto. Das fragen mich wirklich mindestens 10 Leute am Tag über Instagram oder Facebook-Nachrichten, die sich unsicher sind. Und in diesem Video möchte ich mit unserem neuen Plug-in-Hybriden, den wir jetzt seit 2 Wochen im Betrieb haben, nämlich den Q7 Plug-in-Hybrid, aufzeigen, wie viele Dinge ich da eigentlich komisch bis hin zu vollkommen verblödet finde, wie einfach das Plug-in-Hybrid-System in dieses Fahrzeug integriert wurde. Das ist aber nicht nur beim Q7 so, sondern bei vielen anderen Plug-in-Hybriden, was aufzeigt, dass nur eine sehr kleine Gruppe von Menschen tatsächlich einen Plug-in-Hybriden wirklich sinnvoll nutzen kann. Für alle anderen ist es eher sogar ein ziemlicher Nachteil. Warum? Das sage ich im Video und zeige euch auf, was eben die großen Nachteile beim Q7 Plug-in-Hybriden sind und was für ein Eierschalenlauf das teilweise für meine Frau ist, wirklich pur elektrisch zu fahren auf ihre Kurzstrecken, was unser Anspruch ist und was sie bisher auch schafft, aber nicht mit wenig Anstrengung. Und dieses Video möchte ich, wie gesagt, gerne bringen. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ich bin gespannt auf eure Meinung. In diesem Sinne verabschiede ich mich auch an dieser Stelle. Videos kommen. Wie gesagt, bleibt gesund. Eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich euch. Und dann bis bald. Servus und ciao. Das war New, das Nachrichtenformat von CarManiac und dem T&E-Magazin. Präsentiert von Charging by NOS, der All-in-One-Ladelösung für deine Garage von Envision Digital.